Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute starten wir mit der Mini-Reihe drei Bücher, die. Und dann durftet ihr mir letztes Jahr, ich glaube, es war so November, Dezember, die ein oder andere Aufgabe via Instagram stellen. Ich packe euch meinen Instagram-Kanal unten mal in die Infobox. Folgt mir da gerne, wenn ihr auch öfter mal bei Umfragen oder Ähnlichem dabei sein wollt. Es sind einige Aufgaben zusammengekommen und ich möchte die jetzt so in dieser kleinen Form, in dieser kurzen Form euch in den nächsten Wochen immer mal wieder präsentieren. Der Start macht heute Stephen King, denn eine der Fragen war: drei Bücher, die dir von Stephen King am besten gefallen haben. Und einen Kingsianer zu fragen, welcher King der Beste ist, ist natürlich genauso, als würde meine Mutter fragen, welches das liebste Kind ist. Aber ich habe so eine grobe Top 5 und dementsprechend habe ich auch innerhalb der 5 vielleicht irgendwie drei Bücher, die mich besonders begeistern. Und ich habe jetzt einfach mal drei Bücher ausgesucht. Es war nicht einfach. Es sind auch noch zwei, drei andere Aufgaben dabei, die gar nicht so einfach sind. Aber wir kriegen das hier irgendwo hin. Und zwar starten wir mit Friedhof der Kuscheltiere. Ich glaube, somit eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe nach S. Und müsste eigentlich schon ziemlich Friedhof der Kuscheltiere gekommen sein. Wir haben hier eine Familie, die aufs Land zieht und auch einen Kater haben. Und der Vater ist ein Schularzt. Dann passieren so ein bisschen merkwürdige Dinge an diesem Ort. Und dann wird auch der Kater der Familie, besonders der Tochter, überfahren. Und der Nachbar erzählt Louis, der erzählt ihm eben etwas von einem Tierfriedhof. Und das ist eben Louis Creed, war schon richtig. Und dass da eben manchmal all diejenigen, die man dahin bringt, die Tiere, dass die wiederkommen. Und das nimmt dann hier natürlich eine etwas gruseligere Geschichte an. Ein Buch, das mich als Jugendliche wirklich sehr hat gruseln lassen, diese Vorstellung, dass meine Katze, Tiere wieder von den Toten zurückkommen, hat schon etwas sehr, sehr Echtes. Ich glaube, dieses Bedürfnis hat man einfach an mancher Stelle der Trauer, dass man sich einfach wünscht, dass das Lebewesen wieder zurückkommt. Aber ob man wirklich so weit geht, seine Katze, sein Tier auf einem Tierfriedhof zu beerdigen und zu hoffen, dass das wiederkommt. Ja, man merkt auch hier natürlich die Veränderungen in der Katze und auch wie die Familie sich dadurch verändert und auch das Verhalten gegenüber Winston Churchill, übrigens ein sehr cooler Name für den Kater, und was dann eben auch sonst noch passiert. Also es ist Grusel, es ist Horror. Es ist sehr atmosphärisch, es ist viel erzählt auf relativ wenigen Seiten. Also er hat hier wirklich bei 450 Seiten alles reingepackt, was er konnte. Und ich finde, es ist mit auch eines der besten Enden, die Stephen King geschrieben hat. Wir kommen dann noch zu einem, ich finde eigentlich, dass alle drei Bücher ein gutes Ende haben. Aber ich mag das Ende hier sehr, sehr gerne. Es gibt ja mittlerweile auch zwei Verfilmungen, wovon die erste so in den 80ern, Anfang der 90er spielt, schon auch ein bisschen sehr stilistisch diese Zeit widerspiegelt. Die neue Verfilmung habe ich gar nicht angeschaut, weil es da auch eine extreme Änderung gibt, die eigentlich den ganzen Geschichtenverlauf verändert. Und ich dachte, nein, das möchte ich gar nicht lesen. Für mich ist diese Geschichte immer wieder gruselig. Ich entdecke immer wieder Überraschungen. Ich finde, es ist eine Wahnsinnscharakteranalyse und wirklich eng gestrickt, spannend, düster, dunkel und wirklich, wo ich immer wieder Gänsehaut bekomme. Schon einige Male gelesen, auch schon zweimal gehört, gesprochen von David Nathan. Großartig und erzeugt bei mir im Grunde immer wieder Gänsehaut. Und ich selbst hatte ja auch mal einen Britisch-Kurzhaarkater, ähnlich wie Winston Churchill im Grunde dargestellt wird. Und dem habe ich auch öfter mal in die Augen geschaut, ob da noch alles in Ordnung. Mein Buch ist dann The Green Mile, auch sehr bekannt geworden durch wirklich eine bombastische Verfilmung, unter anderem mit Tom Hanks, der für mich, nicht so, ich bin kein großer Fan, aber wir sind hier auf der grünen Meile. Das ist ja der Todestrakt in den USA, also der Gefängnissen, der wird so beschrieben. Und wir treffen hier auf eine Gruppe Polizisten, die hier so ein bisschen auch für Ordnung sorgen, dann im Grunde auch alles vorbereiten, wenn die Todesstrafe hier über den elektrischen Stuhl eben zum Einsatz kommt. Und wir sind eben dabei, wie ein John Coffey hier auftaucht, der zwei Mädchen ermordet haben soll. Relativ schnell merkt man aber, dass da doch irgendwie was ganz anders ist. Und wir haben hier eine sehr langsame Geschichte, eine sehr tiefgründige Geschichte, und wir haben wirklich Charaktere, die einem ans Herz wachsen. Also bei John Coffey, den sehe ich heute noch vor mir, wenn ich das Buch lese, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
kam nicht ganz daran, wie er dann dargestellt wurde im Film, wobei auch das großartig gespielt von einem Schauspieler, der leider schon verstorben ist. Aber ich, ja, ich sehe diese Charaktere, ich sehe den Todestrakt noch so vor mir. Das hat der Film nicht überspielen können und das spricht definitiv für das Buch von Stephen King. Ursprünglich waren es, glaube ich, 6 oder 7 dünnere Teile, wovon ich auch bis auf einen oben auf dem Dachboden habe. Irgendwo ist mir mal einer abhanden gekommen, aber es ist, wie es ist und ich mir dann mal diese Ausgabe, ja, ich glaube, bei Tauschticket ergattert habe. Und ich finde dieses Buch wirklich sehr verstörend, zu was eben manche Menschencharakter auch irgendwie ja fähig sind, überhaupt das Thema Todesstrafe, elektrischer Stuhl, Bestrafung, was motivierte vielleicht auch die Täter, die Mörder irgendwie dazu, das zu tun, was sie tun, und dann natürlich diese Geschichte rund um John Coffey. Das ging mir immer wahnsinnig ans Herz, es hat mich immer sehr berührt, es hat mich am Ende total verloren, auch zurückgelassen. Also wir haben hier ein Ende, was mir auch wahnsinnig gut gefällt, wo aber zwischendrin natürlich auch so kleine Enden passieren, die einen auch so ein bisschen wirklich mitnehmen können. Also absolute Empfehlung, auch The Green Mile zu lesen, sich nicht nur den Film anzusehen, auch wenn wirklich die Verfilmung richtig, richtig gut ist. Und man hat hier wirklich einige wunderbare Charaktere in Stephen Kings Universum, die einem lange in Erinnerung bleiben. Und dann ja, wohl zu dem Buch, was ich am spätesten dieser 3 Bücher je gelesen habe, und zwar Der Anschlag von Stephen King, was vielleicht auch an der Dicke des Buches tatsächlich liegt, mit knapp 1030 Seiten, schon einer der dickeren Bücher. Mittlerweile einmal gelesen, zweimal gehört und ich hätte auch schon wieder direkt Lust drauf. Man darf sich hier nicht vom Titel irgendwie, finde ich, abschrecken lassen. Und auch nicht von dem Thema John F. Kennedy, dass man das Gefühl hat, es geht hier nur um das Attentat auf John F. Kennedy, sondern es ist so, so, so viel mehr. Wir haben hier ein Thema, was die Amerikaner, glaube ich, lange sehr beschäftigt hat, nämlich das Attentat auf ihren hellen Präsidentenstern John F. Kennedy. Und das beschreibt Stephen King auch am Ende nochmal, dass diese Geschichte wohl auch einige Zeit in seiner Schublade lag, bis er so das Gefühl hatte, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, damit eben über dieses dramatische Ereignis überhaupt Amerikaner etwas lesen wollen. Und wir treffen in der Geschichte auf Jake Epping, übrigens auch ein Charakter, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist und nicht wie er in der Serienverfilmung ist, sondern in meiner Fantasie. Hallo, bist du Jake Epping? Nein, du bist du Weasley. Und ja, jetzt sitzt sie wieder hier, ne, und macht hier ihren Firlefanz. Alles gut, was ist los? Alles gut? Ja, mein Schatz. Genau, setz dich dahin. Wir treffen auf Jake Epping und er findet einen Weg, um in die Vergangenheit zu reisen. Und zwar 5 Jahre, bevor das Attentat auf John F. Kennedy in Texas stattfindet. Und er geht diesen Weg, er glaubt das erst gar nicht, dass Veränderungen irgendetwas bewirken, macht das erst mit 2, 3 Kleinigkeiten, reist zurück und entdeckt dann eben, oh, tatsächlich, ich kann die Vergangenheit verändern. Allerdings hat die Vergangenheit oder die Zeit gar keine Lust, sich verändern zu lassen. Sie wehrt sich, sie legt den Stein in den Weg und so geht er dann nochmal einen Weg zurück und alle Änderungen, die er da im Grunde vorgenommen hat, muss er im Grunde nochmals ändern, sonst laufen sie nicht mit. Also es gibt eine feste Konstante und auch wenn ich etwas verändere, zurückkehre und wieder zurückreise, muss ich es wieder verändern, weil der Ursprung sonst wieder der gleiche bleibt. Ich finde das genial ausgedacht von Stephen King, wie er dieses Zeitproblem, diese Herausforderung der Zeitreise so auch ein bisschen für sich gelöst hat. Ob das immer also logisch ist bei Zeitreise, sei mal dahingestellt. Und so erleben wir Jack Epping, der eben zurück in die Zeit reist, sein Leben, sein eigentliches Leben zurücklässt, ohne zu wissen, was passiert und wie er eben diese Zeit durchreist, was er in der Vergangenheit erlebt, von Freunden, von Liebe, von Politik, wie die Dinge ineinander spielten, wie er sich auf die Suche macht, um im Grunde irgendwie das Attentat zu verhindern und so weiter. Und es ist eine wahnsinnige Lebensgeschichte, die ich wirklich tiefgründig, ergreifend, berührend fand. Für mich sind diese 1000 Seiten keine Seite zu viel. Und ich bin ein großer Fan dieser Erzählung, dieser Anspielungen auf andere Geschichten von Stephen King. Und das ist einfach ganz toll. Also ich hatte sehr, sehr viele Gänsehautmomente in dieser Geschichte. Ich kann da stundenlang folgen. Ich habe auch letztes oder vorletztes Jahr einmal gehört und habe das innerhalb von einer Woche weggesuchtet. Und das ist schon auch was, ich glaube, mit über 30 Stunden
kommt das hin? Ja, aber ich konnte auch einfach nicht aufhören, dann zu hören. Und das zieht einen wirklich so in den Sog, in den Bann, und es macht wahnsinnigen Spaß, hier zu folgen. Und man muss, wie gesagt, nicht viel zu John F. Kennedy oder Ähnliches wissen. Man bekommt hier alles erzählt, aber eben nicht trocken in der Geschichte, sondern eben mit Charakteren bunt ausgemalt, wie hier Zusammenhänge zu sehen sind. Und das hat Stephen King großartig gemacht. Also wirklich eine wahnsinnige Empfehlung auch, wenn man irgendwie einen etwas dickeren King mal lesen möchte, wenn man dem eine Chance geben möchte. Ich liebe die Jack Epping und ich liebe auch hier das Ende. Auch ein perfektes Ende, wo, glaube ich, Thorsten auch schon erzählt hat, dass ihm einer seiner Söhne irgendwie geholfen hat, wenn ich mich nicht jetzt falsch erinnere. Und ich finde, das ist absolut gelungen. Also ja, drei Stephen Kings, die für mich wirklich zu den Highlight Kings gehören, die für mich wirklich so die Kings sind, die einen festen Platz in meinem Herzen haben und auch in meinem Highlight-Regal sozusagen. Und wo ich sage, die werden nicht ausziehen, die werde ich immer wieder lesen und hören und runterfallen lassen. Zum Glück ist die alte Ausgabe, aber gut, ist nicht so schlimm. Und man sollte keine Bücher fallen lassen, aber was passiert, passiert. Ja, drei Stephen Kings, die mir am besten gefallen haben. Vielleicht war ja die ein oder andere Inspiration für euch dabei, dann lasst es mich super gerne wissen. Vielleicht habt ihr ja auch einen Stephen King-Liebling, den ihr jetzt in den Himmel loben wollt. Dann macht das super, super gerne in den Kommentaren und erzählt mir auch gerne, wenn ich euch zu einem der drei Bücher jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen einen Schubs geben konnte, um das selbst mal reinzulesen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen. Tschüss, eure Steffi.